Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Ist er der Richtige? So heißt dieses Legesystem. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Hier klären wir, ist er der Richtige oder kommt jemand Neuer? Vielleicht ist der andere der Richtige. Es ist nicht nur das Legesystem, was so heißt, ist er der Richtige, sondern auch die Beratung. Es sind Videoberatungen, selbstverständlich anonym. Bei diesem Legung, bei diesen Videoberatungen kommt noch etwas dazu. Ich erkläre, was bedeutet euren Vornamen, dann schaue ich das auch astrologisch an und kommt immer eine persönliche mediale Botschaft dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, ist er der Richtige, 25 Euro. Nun, diese Aufnahme ist auch ein Beratungsvideo für Silvia. Ich beschreibe kurz ihre Situation. Sie ist geschieden und hat einen Mann kennengelernt und verliebt. Er ist auch geschieden. Steht nichts im Wege und sie haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und es passt wunderbar zusammen. Auf einmal zieht er sich zurück und sie erfährt von anderen, dass dieser Mann jemand hat. Die Frage ist, ist er der Richtige oder kommt vielleicht jemand anderes? Ihr Gefühl sagt, und sie ist keine Träumerin, das wird was und genau das klären wir. Liebe Silvia, das ist dein Video, sei herzlich willkommen und ich möchte mich bedanken für deine Treue. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich beginne immer mit Vornamen. Was bedeutet euren Vornamen? Aber das habe ich schon in anderen Videos erklärt. Jetzt kommt deine persönliche mediale Botschaft. Hör auf dein Gefühl und zweifle nicht daran. Er muss erst überlegen, ob er dich wirklich liebt. Wenn ja, dann kommt zurück. Melde dich nicht bei ihm und lass noch Zeit. Das war die mediale Botschaft. Jetzt kommt es astrologisch. Ich schaue das astrologisch an. Er ist in Tierkreiszeichen Waage geboren. Sein Mond steht in Tierkreiszeichen Schütze und hat Aszendent Jungfrau. Als erstes, ein vage Mensch ist sehr harmoniebedürftig, liebenswürdig, hat guten Geschmack, meistens sieht sogar sehr schön aus, und gepflegt, weil achtet auf den gepflegten Erscheinung, auch die Männer. Künstlerisch begabt. Es sind wunderbare Eigenschaften, was ein vage Mensch vermittelt. Die vage Menschen brauchen auch immer ein Echo. Dann fühlen sie sich selbstsicher. Es muss nicht immer die Partnerschaft sein, aber die Bestätigung brauchen sie. Oft ist es aber so, dass sie fühlen sie sich vollständig, wenn sie in einer Partnerschaft leben. Also Partnerschaft ist sehr wichtig. Die einzige, was die vagen Menschen hindert, das ist schwer Entscheidungen treffen.
das ist wie Waage, die wiegen das alles ab. Die legen alles auf diese Waageschale und natürlich, da verlieren auch Zeit. Dazu kommt sein Jungfrau-Aszendent, was alles kritisch beobachtet. Es ist nicht einfach. Sein Mond im Schütze ist eher beweglich, also sein Gefühl sagt jetzt, tu mal etwas. Sei aktiv, nimm das im Griff, handeln schnell. Das sagt schon sein Gefühl und sein Wesen und seine Natur bremst das ein bisschen. Jungfrau Aszendent und Mond im Schütze steht auch eine gewisse Spannung. Weiß nicht die rechte Hand, was die linke will. Dazu hat er in sein Horoskop zwei Jodfiguren. Diese Jodfigur ist ein Dreieck. Und diese Figur wirkt immer, also von Geburt bis Lebensende, kann man sagen, das begleitet ein Mensch. Diese Figur wirkt immer bei großen Entscheidungen. Ob das jetzt berufliche Entscheidung ist oder Umzug oder Entscheidung, was die Liebe betrifft, gerade bei solchen Situationen meldet sich diese Figur. Und davon hat er zwei Stück. Und das ist die Hin und Her, die innere Unsicherheit, die Hin- und Hergerissenheit. Ich kann auch erklären, warum. Du kannst es so vorstellen, das ist ein Dreieck und da sind drei Planeten oder Sonne, Mond, das sind keine Planeten, sondern die beiden Lichter, die sind miteinander verbunden. Und gerade bei großen Entscheidungen wirken zusammen. Es ist noch überhaupt kein Problem. Aber hier verbindet sich drei Tierkreiszeichen in drei verschiedenen Elementen. In seiner Figur, bei der einen Figur, verbindet sich Krebs, das ist Wasserelement, Stier, das ist Erdeelement und Schütze, das ist Feuerelement. Ja, wie soll er sich orientieren? Wie soll er Entscheidung treffen? Es ist gar nicht einfach. Die Krebs würde sagen, zieh noch zurück, lass noch Zeit, lass das verinnerlichen, du spürst es, wann der richtige Augenblick ist. Du fühlst es sowieso. Die Stier möchte etwas noch festhalten. Auch eher mal unbeweglich. Die Schütze ist die Begeisterung, Feuerelement, aktiv, sucht die Möglichkeiten und handelt. Ja, dann wie soll er, welche Richtung soll er sich gehen? Er weiß das nicht. Dann hat nochmal eine so Figur, ein zweites Dreieck und da verbindet sich die Tierkreiszeichen Waage, die Tierkreiszeichen Stier und wieder die Tierkreiszeichen Schütze. Waage ist Luftelement, Stier ist Erdeelement und Schütze ist Feuerelement. Die Stier ist auch wieder die ruhige, abwartende, nimmt alles mit Gelassenheit. Waage, Luft, braucht Leichtigkeit, schon aktiv, aber erstmal wiegt das alles ab. Wo wirklich hier richtig beweglich ist, das wäre die Schütze. Aber jeder Problem gibt es auch eine Lösung und bei diesem Figur gibt auch eine Lösung. Die Spitze des Dreiecks zeigt die Lösung an. Bei der ersten Figur ist eindeutig die Schütze. Das heißt, etwas in Bewegung setzen und handeln, all das, was ihn begeistert. Bei der zweiten Figur wäre die Spitze Stier, was eher ruhiger ist, aber die Stier nimmt etwas im Besitz. Aber das ist gar nicht die entscheidende, sondern die Planet Mars im Stier. Mars ist auch aktiv beweglich, Mars setzt etwas in Bewegung.
Also bei beiden Figuren liegt die Lösung an die Bewegung. Wie er sich handelt, das liegt in seinen Händen, aber die Neigung zu diesem Rückzug und Überlegenheit und nochmal alles abwägen, diese Neigung ist da. Und das ist spürbar bei eurer Verbindung, weil es sollte eine Entscheidung treffen, ja oder nein, eine Beziehung oder keine Beziehung, und er kann nicht entscheiden. Dann noch etwas. Sein Mond steht im Schütze. Schütze ist auch wunderbar. Ich liebe alle Tierkreiszeichen. Alle Tierkreiszeichen haben etwas Wertvolles in sich, aber bei jedem Tierkreiszeichen gibt auch mal eine Schattenseite. Bei der Schütze wäre das vielleicht dieser Gedanke, es muss doch was Besseres geben. Und das prägt auch sein Gefühl, weil sein Mond im Schütze ist. Das ist auch eine Neigung. Ich möchte nicht sagen, dass er so fühlt, aber kann durchaus passieren. Jetzt Mond im Schütze. Mond beschreibt natürlich erstmal die Mutterbild von ihm, aber zweitens beschreibt seinen Gefühlen. Und hier war ein Einfluss von Schicksalsplanet Saturn, und ich betone immer die Saturn-Einfluss, weil das ändert etwas in unserem Schicksal. Saturn hat sich in diesem Bereich bewegt. Am Februar 2017 löste bei ihm etwas aus, in seinem Gefühlszustand. Natürlich dazu gehört auch Liebe, Partnerschaft. Also ich wiederhole, das war Februar 2017. Überlege, was war in diesem Zeitpunkt, weil das hat sein Gefühlen beeinflusst und das Schicksal, schicksalshaft. Saturn ist astromedizinisch zum Knochen, zum Skelett zugeordnet und zu unserem Haut. Das Skelett gibt uns Halt. Die Haut grenzt uns ab von äußeren Einflüssen, schützt uns auch und bringt unseren Körper in Form. Aus diesem Grund habe ich das gesagt, weil das beschreibt ganz genau das Prinzip des Saturn. Saturn möchte uns etwas in Form zu bringen. Saturn möchte uns die Sicherheit, Stabilität, dass wir einen Halt bekommen in unserem Leben und schützt uns auch. Manchmal grenzt uns ein, weil belehrt uns, ja, aber möchte etwas in Ordnung bringen und beeinflusst unserem Schicksal. Und ihr beide steht gerade immer noch im Saturn-Einfluss. Und das Karmisch. Ihr beide habt die karmischen Knoten im Steinbock, und genau in diesem Bereich bewegt sich zurzeit diesen Planet Saturn. Die karmischen Knoten. Davon gibt es zwei. Einmal die absteigende Mondknoten, und das beschreibt die alten karmischen Erfahrungen, das Gesamte. Da sind wir vertraut, da kennen wir uns aus. Und es gibt eine neue Richtung, was wir noch gar nicht kennen, weil uns fehlt ein Tierkreiszeichen. Und wir sollen unserem Schicksal lenkt in diese Richtung, dass wir damit vertraut sind, dass wir das kennenlernen, und dadurch kommen wir im inneren Gleichgewicht, das ergänzt uns, so fühlen wir vollständig und das befreit uns auch. Und bei euch beiden ist diese Richtung, diese neue Richtung liegt im Steinbock.
das alte Karma, die alte karmischen Erfahrungen bei dir im Krebs und bei ihm auch im Krebs. Da kennt euch aus. Natürlich hat das mit Gefühlen etwas zu tun, die Fürsorglichkeit, ihr bemuttert gerne mal jemand und neigt aber zum Rückzug, weil ihr braucht auch diese Zurückgezogenheit, mit euren Gefühlen wieder in Klaren zu kommen. Das ist Krebs. Auch die Feinfühligkeit, auch die intensiven Gefühlszustand. Das ist Wasserelement, das hat mit Gefühlen etwas zu tun. Da kennt euch aus. Aber was euch fehlt, das ist die Steinbock. Und die Steinbock bedeutet, die Ziele erreichen im Leben, Anerkennung bekommen, ein Ansehen bekommen, egal wie schwierig das ist, geduldig zu sein, diese Ausdauer zu haben, das auch zu erreichen. Und das ist Erde-Element, das heißt auch Realität, das wirklich in Form zu bringen. Und da in diese Richtung sollt ihr bewegen, weil das befreit euch, das hilft euch, das fehlt noch. Und wenn ihr da ein bisschen vertraut seid, dann fühlt euch vollständig, dann schließt dieser Kreis. Und deswegen ist jetzt sehr wichtig, das zu besprechen, weil hier im Tierkreiszeichen Steinbock bewegt sich Saturn, dieser Schicksalsplanet. Habt ihr auch jetzt gerade diese Lernaufgabe? Dann in diesem Bereich bewegt sich die Lilith-Energie. Das ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel, aber sehr wirksam. Aber das erkläre ich gleich. Vor allem, er hat in seinem Geburtshoroskop diese Lilith auch im Steinbock, das heißt Lilith-Wiederkehr hat er gerade. Und nicht nur das, sondern Mars bewegt sich auch im Steinbock zurzeit. Und das ist die männliche Energie, was wir Frauen auch haben, uns durchsetzen im Leben, diese Lebenskraft, alles zu bewältigen oder mutig zu sein. Aber Mars bedeutet auch der Mann, also hat mit Liebe was zu tun. All das bewegt sich zurzeit im Steinbock. Jetzt diese Lilith-Energie. Diese Lilith-Energie, das ist ein Schnittpunkt im Mondumlaufbahn, löst etwas aus in unseren Gefühlen. Und zwar sind es Sehnsüchte, ganz starke Sehnsüchte, auch wiederkehrende Sehnsüchte oder Wünsche oder Träume, all das aktiviert. Aber wir neigen dazu, davonlaufen. Und dann erklären wir das auch. Wie zum Beispiel, das steht mir gerade nicht zu. Ich traue das nicht zu. Ich bin nicht gut genug. Alle anderen sind glücklich, nur ich nicht. Und dann kommen diese Sätze, was oft von Erziehung kommt. Und wir trauen das nicht zu, weil uns erscheint es ein bisschen hoffnungslos zu sein, obwohl das Gefühl, diese Sehnsucht da ist. Und zurzeit erlebt er das, weil bei ihm in seinem Horoskop ist gerade diese Lilith-Wiederkehr. Und das war bei ihm sehr spürbar, Januar, Februar 2018. Dann kamen diese Gefühle, also die Sehnsucht ganz stark, aber davonlaufen. Überleg mal, was war Januar, Februar 2018. Bei dir in deinem Geburtshoroskop steht dieser karmische Knoten im Steinbock, aber auch der Mars im Steinbock, der Mann, also karmische Begegnung, das ist eigentlich vorprogrammiert, das ist schon im Geburtshoroskop drin. Du wirst einen Einfluss bekommen dieses Jahr November, von November 2018 bis März 2019. Ich wiederhole,
zwischen November 2018 bis März 2019. Saturn löst sich etwas bei dir auf. Und das sind karmische Begegnungen, Liebe, der Mann. Entweder er kehrt zurück oder eine neue Begegnung. Auf jeden Fall eine Begegnung und ein Neubeginn in die Liebe-Partnerschaft. Zeitpunkt November 2018 bis März 2019. Wenn ich euren Horoskop vergleiche, dann sehe ich schon die Harmonie. Was aber wichtig ist zum Betonen, das ist die Mondenergie. Mond beeinflusst die Gefühle. Das ist unser Unbewussten und beschreibt unseren Gefühlszustand. Bei dir steht das im Zwilling und bei ihm im Schütze. Es liegt gegenüber. Ihr spiegelt euch etwas. Und von den Elementen her harmonisiert das wunderbar, weil Zwilling ist Luftelement, Schütze ist Feuerelement, die Feuer braucht Luft zum Brennen und die Luft braucht auch die Temperatur, also Luft, Feuer, sie sind befreundete Elemente, die ergänzen sie sich. Das wäre in Harmonie, aber wenn das Gegenüber liegt, wirkt ein bisschen anders. Einerseits spiegelt etwas, das heißt, du spiegelst etwas, was seinen Gefühlen beeinflusst und er spiegelt dir auch etwas, was deinen Gefühlen beeinflusst. Soweit so gut, es wäre noch wunderbar, aber diese gegenüberliegende Position heißt wie eine Apothekenschale. Das muss immer im Gleichgewicht bleiben, damit das harmonisiert. Wenn diese Waageschale umkippt, dann verliert er die Harmonie. Denn einer von euch beiden fühlt sich verletzt, weil man fühlt sich das einseitig an. Und weil diese Verletzungen dann da sind, dann mit diesen karmischen Erfahrungen im Krebs, da kennt euch aus, das ist vertraute Tierkreiszeichen, dann ist die Neigung sofort da zurückzuziehen. Und bei eurem Kontakt muss es immer ausbalancieren, dass immer im Gleichgewicht bleibt. Das heißt, wenn er um dich kümmert und schreibt und Gefühle zeigt und von dir kommt zu wenig, in dem Moment gibt den Gleichgewicht, er gibt zu viel, du gibst zu wenig. Umgekehrt auch so. Wenn du um ihn kümmerst und über Gefühlen sprichst, und hier handelt es sich um Gefühle, weil das ist die Mondenergie, und du zeigst ihm Gefühl und noch mehr Gefühl und von ihm kommt zu wenig, dann fühlst du dich verletzt, dann ziehst du dich zurück. Also das ist von beiden Seiten möglich. Die Lösung ist in die Mitte, weil dann kann das nicht umkippen. Und Mitte erreicht ihr nur, wenn ihr beide auf anderen zugeht. Und so kommt es in Harmonie. Dann funktioniert es wunderbar und ihr spiegelt euch etwas. Alles andere harmonisiert wunderbar. Ihr habt beide Jungfrau Aszendent. Du bist im Tierkreiszeichen Fischen geboren, er im Waage geboren. Von diesem Entfernung her seid ihr etwas unterschiedlich, aber das fasziniert. Also er ist fasziniert von dir und du bist fasziniert von ihm. Und die Gefühle Schütze und Zwilling, das liegt gegenüber, das ist wie ein Spiegel. Also so kann ich mal astrologisch beschreiben. Auf jeden Fall habt ihr eine karmische Verbindung. Ihr spiegelt euch etwas. Es ist einerseits die Faszination und das könnt ihr in Harmonie bringen, aber wirklich wichtig, die Gleichgewicht. Das darf nicht einseitig sein, sonst fühlst du verletzt oder er verletzt und dann kommt die Reaktion, die Rückzug. Und dass er gerade in dieser Lilith-Energie verspürt,
Das sind die starken Sehnsüchte, aber davonlaufen, er traut das nicht zu. Und hier genau in diesem Punkt hat eine Lernaufgabe. Weil das hat im früheren Leben auch praktiziert und das bringt nicht weiter. Und jetzt lernt er damit umzugehen. Das heißt, wenn er schon Sehnsüchte hat, dann dazu stehen und das vermitteln. Und du hast ihm etwas ausgelöst. Falls er wirklich eine Freundin hat, gerade, würde mir bedeuten, er ist davongelaufen, Lilith, ganz typisch, starke Sehnsüchte, ich traue es nicht zu, mir steht es nicht zu, ich bin nicht gut genug. Und dann entweder die Rückzug oder wirklich davonlaufen und dann sucht einen Ersatz und meint, das ist vielleicht besser, dann kommt wieder die Schützenmond durch, es muss doch was Besseres geben und dann überprüft es und kontrolliert, dann kommt wieder die Jungfrau Aszendent durch. Und dann kann nicht Entscheidung treffen, weil dann ist diese Jodfigur und die Waage noch dazu. Also so kann ich mal astrologisch beschreiben. Jetzt schauen wir mal diese Legung an. Ist er oder jemand anderes? Das heißt, hier liegt zwei Männer gegenüber. Aber ich erkläre das. Die eine ist ein Herzensmann, er, und dann schauen wir das an. Die andere ist jemand, wo du noch gar nicht kennst. Aber mein Gott, wir sollen auch offen sein, mal auch für etwas Neues. Jetzt schauen wir dich an, in welcher Situation befindest du dich gerade oder wie fühlst du dich gerade, wo stehst du momentan, das zeigt diese Karte an. Du möchtest gerne mit ihm treffen. Das zeigt hier diese Treffen an. Das sagt auch dein Gefühl. Hier in diesem Bild erscheinen die Kelchen und die Kelchen haben einen Bezug zu Wasserelement und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Dein Gefühl sagt, es kommt noch ein Treffen oder deinen Gefühlen, dieser Wunsch ist da, mit ihm zu verabreden. Im Hintergrund ist noch ein anderer Mann. Das kann auch eine Frau sein, weil die Bilder haben eine symbolische Bedeutung. Das kann bedeuten, dass jemand beobachtet euch oder dich. Hier geht es um deinen Karten. Beobachtet dich. Das kann ein Mann sein, das kann auch eine Frau sein. Kann bedeuten, dass jemand neidisch ist oder eifersüchtig. Diese dritte Person im Hintergrund kann aber auch etwas Positives bedeuten, deine Chancen, dass außer ihm noch auch andere da ist, wo dich wahrnimmt. Nimm mal das als Chance. Die Zahl 8 bedeutet hier Höhen und Tiefen, Schwankung in deinem Gefühlszustand. Jetzt schauen wir an, was sollst du verbessern? Das wäre dein Stolperstein. Das zeigt diese Karte an. Dieser Mann kommt entgegen. Das wäre wunderbar, weil das würde zeigen, dass er doch Interesse hat und sucht den Kontakt zu dir. Aber in diesem Platz ist nichts Positives, sondern das sollst du verbessern. Es handelt sich eigentlich um dich. Wie kann ich das erklären? Ich würde das mal so beschreiben, wenn du oft an ihn denkst und hast diese Hoffnung, dass er kommt. Und so vergeht Tag und die nächste Tag und vergehen Wochen und er meldet sich nicht, dann fühlst du dich enttäuscht. Dann hast dabei verletzten Gefühle. Und genau diese Wahrheit, Erwartung, dass er kommt, vielleicht heute kommt, vielleicht morgen kommt, vielleicht übermorgen kommt. Diese Erwartungen, diese Haltung sollst du loslassen. Ich würde es so sagen, ihr habt wunderbar euch ergänzt und verstanden. Es ist auch nichts passiert, dass er jetzt einen Grund hätte, zurückzuziehen. Ich würde eher sagen,
er hat Angst bekommen von seinen eigenen Gefühlen. Und ich sehe da auch die karmische Verbindung. Das heißt, die Chancen, mit ihm zusammenkommen, ist sehr hoch. Und lass das so offen. Aber mach jetzt keine Erwartungen, sondern das sollst du loslassen. Lass es los, leb dein Leben, sei fröhlich, triff mit anderen. Auch wenn jemand kennenlernst, dann verabredest mit anderen Mann oder Freundinnen. Sei lebendig, fröhlich und lach. Und diese Gedanken, kommt er nicht, schreibt er nicht, diese Gedanken einfach loslassen. Und dann befreist du dich von diesem Gefühl, von Erwartungen, Enttäuschungen. Weil wenn im Tag nichts kommt und der nächste Tag kommt auch nichts, dann fühlst du dich enttäuscht. Also verändere diese Haltung. Weil das ist so dein Gefühl oder deine Gedanken, ja, er kommt. Astrologisch kann ich das bestätigen, er kommt. Aber lass diese Erwartung los und wenn er kommt, ist wunderbar. Wenn er nicht kommt, dann soll er fortbleiben. Dann befreist du von diesem Gedankengänge. Und was ist an dir, was du wunderbar meisterst, das zeigt diese Karte an. Hier in diesen Karten sind die Münzen. Das bedeutet natürlich auch die Finanzen, bedeutet auch die beruflichen Situation, aber bedeutet auch Sicherheit, Stabilität. Und was du praktizierst und bist auch dabei, das Loslassen, das zeigt die Zahl 6. 6 bedeutet etwas loslassen, offen zu sein für etwas Neues. Also setzt es um in Tat und die Münzen zeigen auch an die Realität. Die Tat umzusetzen. In dem Moment, wenn du das verinnerlichen kannst, fühlst du dich sicher, stabil. Und kannst auch sicher sein, auch wenn du das nicht siehst, dass hinter deinem Rücken passieren Dinge. Erstens, dass er die Sehnsüchte hat. Zweitens, dass auch andere Männer da sind, wo Aufmerksamkeit schenken. Und das zeigt dieses Bild an, zeigt auch dieses Bild an. Und das stärkt dich, weil dann fühlst du dich sicherer, stabiler und diese Zweifel kannst du dann loslassen. Jetzt schauen wir die Männer an. Hier handelt sich zwei Männer. Der eine ist ein Herzensmann, andere noch ein unbekannter Mann. Aber stellen wir vor, es gibt noch einen Mann, wo an dich auch Interesse hat. Auch wenn er noch unbekannt ist, schauen wir deine Chancen an. In dieser Seite ist ein Herzensmann und gegenüber ist der andere Mann. Dein Herzensmann. In welcher Situation befindet er sich, zeigt diese Karte an. Er hat verletzte Gefühle. Vielleicht ist er beleidigt oder unzufrieden in seinem Leben. Er fühlt sich verletzt. Die Zahl 4 würde bedeuten Struktur, Sicherheit, Stabilität. Die Zahl 5, da kommt ein Einfluss dazu und zerstört diese Stabilität. Er verliert den Gleichgewicht, obwohl die Münzen zeigen an, er hat die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität und die Einflüsse von außen, er lässt es zu und verliert die Struktur und fühlt sich verletzt. Was soll er verändern, weil das hindert ihm? Das zeigt diese Karte an. Das ist der Mond. Mond beschreibt die Gefühle, sein Unbewussten, aber auch seine Träume, seine Visionen. Genau diese Lilith-Energie hat Lilith einen Bezug zum Mond. Das ist die Schwester des Mondes. Dieser Schnittpunkt ist auch im Mondumlaufbahn.
Und diese Schwester des Mondes zeigt uns die Gefühle, die Sehnsüchte, die Wünsche, aber wie gesagt, auch die Neigung davon zu laufen, weil wir das nicht zutrauen. Und genau in diesem Punkt liegt sein Stolperstein. Ich würde diese Karte gar nicht mit dem Mond verbinden, sondern wirklich mit Lilith verbinden, dass er soll zu seinen Sehnsüchten, seine Wünsche stehen und das vermitteln. Daran liegen auch die Chancen. Wenn er schon dieses Bedürfnis hat nach Stabilität, aber wenn das nicht zulässt, dann fühlt er sich selbst auch verletzt. Was ist gut bei ihm oder was hilft ihm, das zeigt diese Karte an. Und das ist doch das Ernst zu nehmen, das ist schon die Ernsthaftigkeit, die Gefühle, die Kelchen zeigen die Gefühle. Und das Haus bedeutet ein Schutz, aber auch Sicherheit, Stabilität, so wie seine Bedürfnisse auch zeigen, dass Sicherheit und Stabilität die Münzen. Aber er lässt sich beeinflussen und die Lilith-Energie zeigt, die Sehnsüchte hat er, aber er traut es nicht zu. Was aber gut kann, wirklich, dass er dann doch die Gefühle wahrnimmt und sucht auch die Verbindung und er bringt das in Ordnung. Also die Chancen sind da, dass er wirklich das in Ordnung bringt, weil das ist die Zweisamkeit. Das Haus, diese Immobilie zeigt Schutz, aber auch ein Hinweis zusammenzuziehen. Also eine feste Partnerschaft. Jetzt schauen wir die anderen Karten an, die unbekannte Mann, deine Chancen. Also nicht irgendwelche Mann, sondern es geht um dich. Welche Chancen hast du? Und wie kann ich diesen Mann beschreiben? Das ist seine jetzige Situation, die Kelche. Er bereinigt etwas. Vielleicht ist gerade in einer Trennung, das würde ich intuitiv mal so behaupten, dass er sich trennt, vielleicht blickt noch in diese Richtung, nimmt noch die Ex noch wahr, aber bereinigt das alles und möchte seinen Gefühlen in Ordnung zu bringen. Natürlich kann das auch bedeuten, dass in deiner Umgebung ist schon da dieser Mann und beobachtet dich jetzt schon. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es, diese Karte zu deuten. Er ist auf jeden Fall im Spiegel. Er ist im Spiegel und schaut eine Frau an. Entweder kennt er dich schon und er beobachtet dich oder blickt noch zurück in die Vergangenheit und hat noch die Erinnerungen zu seinem Ex und versucht seinen Gefühlen zu ordnen, das zu bereinigen und befindet sich in einem Reinigungsprozess. Wo liegen seine Stolpersteine? Das ist diese Haltung, dieses selbstbewusste Auftreten und sagen, das möchte ich jetzt. Und es kann wirklich so sein, dass jemand schon Aufmerksamkeit schenkt an dir, aber er traut sich nicht zum Sagen. Und damit macht vielleicht ein Fehler, weil er traut sich nicht auf dich zuzukommen. Was ist positiv an diesem Mann? Dass er sehr in die Öffentlichkeit, also erstes Mal steht in Öffentlichkeit, also dieser Mann, dieser unbekannte Mann, steht auf jeden Fall in Öffentlichkeit, in öffentliches Leben, kennt jeden und hat viele Termine, Veranstaltungen und dieser Mann ist überall herzlich willkommen. Und die Münzen bedeuten, dass er festen Boden unter den Füßen hat, dass er wirklich ein Selbstvertrauen hat. Hier in dieser Haltung, er traut sich nicht auf dich zuzukommen, aber
im öffentlichen Leben, in der Gesellschaft spielt er eine Rolle und da hat wirklich die Auftreten und ist auch beliebt oder herzlich willkommen. Er ist bekannt. Er ist bekannt und die Münzen bedeuten auch, dass er Sicherheit, Stabilität bieten kann, auch finanzielle Stabilität. Er hat gute Finanzen. Also er steht finanziell gut da. Jetzt schauen wir, dein Herzensmann, wie liegt die Zukunft mit ihm und wie liegt die Zukunft mit ihm und was ist das Ergebnis, das liegt hier in die Mitte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dein Herzensmann wieder die Kontakt sucht oder wird Kontakt habt ihr, aber nicht allzu intensiv, nicht so wie früher. Also wenn ihr wieder Kontakt, intensivere Kontakt habt, was kannst du von ihm erwarten? Die Münzen zeigen hier an Sicherheit, Stabilität. Hast was in Hand. Und du kannst ihm was bieten und er kann dir auch was bieten. Und das könnt ihr befestigen. Die Brücke zeigt aber immer diese Hin- und Hergerissenheit. Und das, was ich astrologisch auch beschrieben habe, bei Entscheidungen, soll ich nicht, vielleicht, oh, ich weiß nicht, soll ich das machen oder jenes und die Richtung oder die Richtung, diese Neigung hat er und diese Neigung ist nicht nur jetzt für kurze Zeit, sondern das gehört zu seiner Natur, das begleitet ihn bis zu seinem Lebensende. Also diese Neigung, diese Hin- und Hergerissenheit wird immer begleiten, auch in die Partnerschaft wird das begleiten, aber fühlt sich sicher an. Die Münzen bedeuten, das ist Struktur, das ist Erdeelement, das ist Realität. Ihr habt was in Hand, also das ist mal eine Basis. Das ist eine Basis, aber diese Neigung, dieser Hin und Her, das, was er vermittelt, und das kann ich astrologisch auch beschreiben. Was kannst du von diesem unbekannten Mann erwarten? Das ist diese Karte hier, das ist die pure Weiblichkeit. Und das würde bedeuten, dass dieser unbekannte Mann holt deine ganze weibliche Energie raus. Das ist auch die Empfängnis, aber das ist gar nicht mal die Empfängnis wichtig, sondern die Haltung, die Dame, diese absolute Ruhe und Gelassenheit. Das heißt, dieser Mann würde dich verwöhnen. Verwöhnen, dass du deine Weiblichkeit leben kannst, aber mit einer absoluten Ruhe. Und das strahlt auch aus dem Gesichtsausdruck. Dieser Mann würde dir die Ruhe geben. Und das ist diese Ruhe, nicht nur die finanzielle Sicherheit, das kann er auch bieten, weil das ist ein reicher Mann, sondern auch dir dieses Gefühl zu geben, dass dir alles rausholt, deine ganze weibliche Energie. Und da kommst du in diese absolute Ruhe und Gelassenheit. Jetzt welche von den beiden? Das Ergebnis wird so sein, dass du eine glückliche Partnerschaft eingehst. Das sind die Liebenden. In diesen Karten ist das Gefühl, wir gehören zusammen. Intuitiv würde ich sagen, dass dieser unbekannte Mann für dich besser wäre, aber ich darf diese Entscheidung nicht treffen, sondern die Entscheidung sollst du treffen, wie du dich fühlst. Auf jeden Fall ist wichtig, dass du nicht jeden Tag auf wartest, ob er jetzt schreibt oder nicht oder kommt oder nicht, sondern lass es einfach los. Bleib aber im Vertrauen, dass du Verabredungen hast. Sei aber auch damit bewusst, dass noch ein anderer Mann da ist, der dich beobachtet. Durchaus ist auch möglich, dass jemand noch beobachtet dich und ist neidisch oder eifersüchtig, ist auch möglich. Was du gut kannst, dass du bestimmte Dinge loslassen kannst, so kommst du wieder zu deiner Mitte oder Stabilität oder fühlst du dich sicher.
Er hat gerade verletzten Gefühlen, Einflüsse von außen. Er hat diese Sehnsüchte und Wünsche, aber er traut es nicht zu, obwohl er ist bereit zu einer Partnerschaft. Er hat zu dir gesagt, er will momentan keine Partnerschaft. Und die Bild zeigt dann wohl, er will eine Partnerschaft. Und wenn du mit ihm eine Partnerschaft eingehen würdest, würde das schon in Form kommen. Also das ist schon Sicherheit, Stabilität. Das ist die Erde-Element. Aber es ist immer eine Hin- und Hergerissenheit. Und das vermittelt er durch seine Haltung. Die neue Mann entweder beobachtet dich jetzt schon oder ist gerade dabei, noch zurückblicken und all seinen Gefühlen bereinigen. Wo er ein bisschen unsicher ist, ob er auf dich zugehen soll oder nicht, aber er ist nicht unsicher, weil er spielt eine große Rolle in die Öffentlichkeit, steht im öffentlichen Leben und hat gute Finanzen. Er könnte dir etwas bieten, was du empfängst, dass er dich im Hände trägt und holt eine ganze weibliche Energie raus und hast du diese Gelassenheit und diese absolute Ruhe, weil du bist verwöhnt bei diesem Mann. Ob du so oder so entscheidest, das überlasse ich dir, aber wohin dein Leben führt, dein Liebesleben führt zu diesem Glück. Und das ist die absolute Harmonie. Liebe Silvia, ich habe noch eine Karte für dich. Und diese Karte vermittelt Sprung ins Ungewisse. Geh das Risiko ein und handle entsprechend der Sehnsucht deines Herzens. Also hör auf dein Herz. Und auch wenn etwas Neues kommt, lass dich auf etwas Neues auch einlassen. Liebe Silvia, und das war jetzt diese Legung. Ist er der Richtige oder der andere ist der Richtige? Und ich hoffe, kannst du dadurch etwas besser orientieren. Und ich möchte mich bedanken nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.